Elisa, 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Elisa, die Frau mit dem schönen Namen. Ah, danke schön. Ich rufe an wegen der Anruferin von Freitag mit dem Geist auf dem Dachboden. Ja, der hat großes Aufsehen erregt, der Anruf. Genau, also ich habe Ähnliches erlebt. Wir müssen mal eben kurz erzählen für die Leute, die Freitag nicht dabei waren. Was war geschehen? Ja, die Anruferin hat immer um 0.17 Uhr einen Geist auf ihrem Dachboden gehört. Genau, sie hat Schritte gehört, immer um 0.17 Uhr. Und wenn sie hochgegangen ist auf den Dachboden, war Ruhe. Dann geschah noch irgendwas Mysteriöses, dass irgendwie ein Buch aus dem Regal gefallen war. Und der Handywecker war auf 0.17 Uhr gestellt. Und immer 0.17 Uhr. Genau. Und sie sagt, so wie Menschenschritte wären da zu hören gewesen. Genau. Und wir alle waren ratlos. Ja. Nur du nicht. Ja, doch, ich auch. Aber ich habe was Ähnliches erlebt. Ich habe 8 Jahre gekellnert in einer Kneipe, die in einem relativ alten Gebäude war. Ja. Und wir haben immer so gegen 23.30 Uhr, 23.45 Uhr einen Schatten im Treppenhaus gesehen. Och, immer um die gleiche Zeit. Ein Schatten. Genau. Einen menschlichen Schatten. Einen menschlichen Schatten, der hatte so die Größe von einem Mann, ich sag mal so zwischen 1,75, 1,85. Und das war immer nur so eine Momentaufnahme, die man ganz kurz gesehen hat. Und am Anfang haben wir uns auch alle nicht getraut, darüber zu sprechen. Wir waren also 3 Leute, die das gesehen haben. Mhm. Und irgendwann war das so, ich stand hinter der Theke, meine Kollegin, die Köchin, saß vor der Theke und meinte so, ach, da ist er ja wieder. Mhm. Und ich so, ach, du siehst ihn auch, wie das so ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und wir haben dann auch wirklich rausgefunden, dass in diesem Gebäude in der letzten Kriegsnacht vom Zweiten Weltkrieg ein französischer Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, der damals hier in der Stadt geblieben ist, ums Leben gekommen ist. Ach, also das würde ja auf einen wirklichen Spuk hindeuten. Ja, eindeutig. Ich dachte, du hättest jetzt eine profane Erklärung, woher der Schatten gekommen ist. Nein, also es war wirklich so, wir haben den immer gesehen und wie gesagt, wir waren dann auch zu dritt, die immer halt dieses Lichtphänomen oder diesen Schatten gesehen haben. Und haben uns dann eingehend damit beschäftigt und haben dann halt rausgefunden, dass in dem Gebäude wirklich mal jemand ums Leben gekommen ist, auf tragische Weise. Okay, nun habt ihr das rausgefunden. Der Schatten war aber immer noch da. Der war immer noch da, aber wir hatten alle nicht das Gefühl, dass der uns irgendwas Böses möchte. Also man hat ihn halt gesehen. Man hat dann mit dem Schatten gelebt. Ja, genau, man hat mit dem Schatten gelebt. Also er hat einem nichts getan, man wusste irgendwie, ne, so irgendwie um kurz nach 11, gleich kommt er wieder. Und es war wirklich so, er ist wirklich hochgerutscht und war dann weg. Nun ist ja nicht unbedingt klar, ob es da einen Zusammenhang gibt. Es kann ja wirklich sein, dass da dieser französische Soldat ums Leben gekommen ist. Nur muss das ja nicht die Ursache für den Schatten sein. Weiß man ja auch nicht. Nein, wissen wir nicht, natürlich nicht. Aber das war halt die Erklärung, die uns eingefallen ist, weil ansonsten wissen wir nicht mehr in dem Haus hätte irgendwie, ne? Es konnte kein Schabernack sein, also kein Spaß von irgendjemandem. Nein, definitiv nicht. Dafür war das auch einfach zu konsequent. Also es macht ja keiner irgendwie über Jahre hinweg immer zu der gleichen Uhrzeit verstehen. Eher nicht. Nein. Und hielt der Schatten sich an Sommer- und Winterzeit? Das ist eine gute Frage. Also er war immer, da haben wir uns einen Gedanken drüber gemacht, aber immer halt, nachdem die Küche geschlossen hat, also wirklich immer zwischen 11:30, 11:45 war er da. Ja, ja, ja. Was ist daraus geworden bis heute? Das weiß ich nicht. Ich habe Anfang 2008 da aufgehört zu arbeiten, aber bis dahin haben wir ihn immer alle gesehen. Du erzählst das so mit so einer ganz normalen Selbstverständlichkeit. Aha, das war dann so. Also so empfindest du das oder so hast du es dann verstanden? Hat dir das nicht dennoch ein bisschen Angst gemacht? Doch, total. Am Anfang, also so die ersten Male habe ich wirklich gedacht, das liegt an mir, dass ich mir irgendwas einbilde. Und als dann meine beiden Kollegen meinten, nee, wir sehen das auch, hatten wir wirklich richtig Angst. Also wirklich, wir haben gedacht, das ist ganz schlimm. Obwohl man dann ja schon erleichtert ist, wenn jemand anders das auch so sieht, ne? Dann, ja, das ist definitiv klar. Ja, dann denkt man nicht, man ist irgendwie bescheuert geworden, ne? Oder sowas. Nee, das war so die erste Vermutung. Ja, genau. Aber also wir haben das dann halt besprochen zu dritt und haben uns dann überlegt, dass wir dem mal nachgehen wollen und haben uns dann, wie gesagt, an Stadtarchiv gewandt. Und da haben wir dann Informationen gefunden. Durch das Stadtarchiv ist das rausgekommen. Genau. Ne? Mhm. Das heißt, du glaubst an Geister? Nein, ich glaube. Ja, doch, also irgendwo schon.
Ja, also in dem Fall schon, definitiv. Aber ich glaube jetzt halt nicht an irgendwie Gläserrücken oder was man halt irgendwann mal so ausprobiert. Das alles nicht. Aber in diesem Fall glaube ich schon, dass da was war. Wenn dem so sein sollte, fragt man sich natürlich, was dieser arme Soldat, die Seele, wenn es denn die Seele ist und eine Seele gibt, was die Seele des armen Soldaten so lange hält in diesem Haus. Ja. Die offensichtlich dann ja nicht ihren Frieden findet, wenn die immer nachts da durch das Treppenhaus wandert. Ja, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen so dieses, die letzte Nacht und hätte ja nicht sein müssen, dass er auch noch stirbt. Ne? Ja, ich weiß es nicht, ist ja alles eine Spekulation. Also auf meiner Facebook-Seite wurde auch heftig diskutiert über diesen Fall am Freitag und es gab doch die ein oder andere Bemerkung, die darauf hindeutete oder man meinte, das könnte ein Waschbär sein. Der immer, weil Waschbären offensichtlich, das wusste ich auch nicht, irgendwie zur gleichen Zeit in der Nacht nachtaktiv werden. So relativ zur gleichen Zeit. Ob das nur genau exakt um 17 Minuten nach 0 Uhr ist, weiß ich nicht. Ja, aber dann hätte man ja vielleicht von einem Waschbär in dem Fall, in Hamburg war das, glaube ich, nicht mal was gefunden. Ja, also und ein Waschbär... Oder so, also irgendwas hinterlässt sonst hier, ja. Und ein Waschbär macht ja auch nicht solche genau. Trittbewegungen wie ein Mensch. Genau. Also, wir wissen also ich glaube schon, dass es das eine oder andere gibt, was wir uns nicht erklären können, aber man muss halt natürlich vorsichtig sein. Genauso sehe ich es auch, Elisa. Danke für die nette Geschichte. Gerne. Und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Andreas.